Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Werksfeuerwehrsimulator 2014, unserer Vorschau oder ja, bei welchem Teil sind wir jetzt? Beim vierten. Das heißt, es könnte sein, dass es ja jetzt schon raus ist. Ich weiß noch gar nicht, wann ich die Folgen online stelle. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr wieder reinschaut und jetzt habe ich mal geguckt, jetzt habe ich mal rausgetappt und wieder reingetappt. Vielleicht flackern jetzt die Texturen, die GUI-Elemente. Ich hoffe, ich habe das behoben, Leute. Also wenn... Also nochmal der Hinweis, wenn es bei euch flackert, also die Armaturen hier oder sonst was, wenn die flackern, dann liegt das an der Aufnahme und nicht an mir. Und ich habe es halt dann offenbar noch nicht behoben bekommen. Das war übrigens gerade eine interessante Ampelschaltung, ne? Also die eine Ampel stand auf Warnblinken und die andere auf Betrieb. Ich weiß gar nicht, welche Ampel dann Vorrang hat, auf welche man dann achten muss. Ob es da irgendwie eine Hackordnung gibt. So, aber wir haben noch immer kein Loch im Zaun gefunden. Ich hoffe, ich bin am richtigen Zaun überhaupt. Und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall schnellstmöglich diese... Einsatzbefehl für Florian 1. Von einer der Metallverarbeitungen kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Viel Glück. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Ja, da geht's auch schon wieder weiter hier im Feuerwehr-GTA-Style. Ich habe ja übrigens noch eine Idee für VES. Ihr könntet mal mit diesem Spiel sowas wie... Wow! Ihr könntet mit diesem Spiel mal sowas wie... Feuerwehr vs. Zombies machen oder so. Beides schon da, ja? Ich meine ja nur so. Könnt ihr sich eigentlich mal entscheiden, ob die hier Rechts- oder Linksverkehr haben? Wäre ich echt dankbar für. Wir müssen aber jetzt hier irgendwie uns links gleich halten. Hier wäre ein möglicher Weg. Wow, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Oh nein. Ich ahne Fürchterliches. Ah. Hier muss ich doch... Ah, über die Bahnschienen ist... Ah. Wäre es schön gewesen, wenn hier diese Bordsteinkanten auch Bordsteinkanten wären. Oh, da ist aber ein richtiges Feuer jetzt. Oder ist das nur ein Schornstein, der qualmt? So, dann haben wir hier nochmal ein halbes Donut hingelegt. Die Polizei ist auch schon da. Oder was auch immer das sein soll. So, dann machen wir mal den Schreihals aus. Nimm uns den Feuerlöscher. Und dann wollen wir mal hier Feuerlöscher. Oh, das ist aber... Ich habe ja immer Angst bei so Chemikalien, dass es irgendwann mal einen riesen lauten Knall gibt und dann war es das mit dem Gederol. Es brennt! Jemand muss doch das Feuer löschen! Wo brennt es denn hier noch? Ist das übergesprungen hier? Tatsache. Wie sind das hier rübergekommen? Ah ja, das ist die Wand hochgelaufen, dann auf der anderen Seite von der Wand runtergelaufen, über den Boden gelaufen und dann hier hin. Ja, das ist doch ganz klar. Wie kann man sich denn darüber wundern? So, der Mond ist aufgegangen. Geht denn der Mond richtig rum oder ist der Mond auch aus Australien? Wo ist er denn jetzt hin? Der war doch gerade noch da. Hä? Der versteckt sich. Okay. Ja, also Feuerlöscher wieder weg. Und dann geht's auch schon in Runde 24. Upsala. Achso, wir müssen hier das Moped wieder ausmachen. Irgendwie ist es so, dass das Ding null Toleranz hat. Also wenn man einen halben Meter fährt, ich glaube, es gibt schon Abzüge, aber das sehen wir ja gleich. So, dann haben wir hier einen wunderschönen Stromkasten, der fängt bestimmt auch immer noch Feuer. So, jetzt müssen wir mal sehen, dass wir in Richtung Zaun kommen. Und das wäre dann quasi... Au! Bam! Das wäre dann quasi in die andere Richtung. Okay, wenn ich hupe, dann geht die Wand auch nicht weg. Wer hätte das gedacht? So... Ob es wohl Abzüge gibt, wenn man hier einfach nur rumhupt? Bin ich jetzt wieder gelandet? Ach, da ist der Zaun. Ja, guck. Aber wir sind, glaube ich, auf der... dezent auf der falschen Seite. So, und hier waren wir auch schon teilweise. Das heißt, wir müssen jetzt... knapp. Wir müssen jetzt umdrehen und dann müssen wir auf der anderen Seite mal weiterfahren. Weil sonst, wenn da jetzt ein Loch im Zaun ist, dann finden wir einfach mal das nicht wieder.
Weil wir da schon waren. Was rede ich da eigentlich für ein Quatsch? Hier ist noch ein Zaun. Nein! Es ist ein Lock im Weg. Also fürs nächste Mal wünsche ich mir dann übrigens als Einsatzleiterfahrzeug nicht ein Golf, sondern Golf Country. Das würde sich, glaube ich, dann bei meiner allseits beliebten Fahrweise sehr anbieten. Übrigens, wer mich noch mehr fahren sehen will... Ach, hier ist meine Garage, guck mal. Ja, hier brennt es bestimmt auch irgendwann. Wer mich noch mehr fahren sehen will, der kann das bestaunen. Und zwar in unserem neuen Projekt, dem OMSI. Das ist ein Langzeitprojekt von mir, ein neues. Wo wir halt den OMSI spielen. Weil der OMSI ist einfach mal Kult. Und deswegen spielen wir den regelmäßig. Und da gibt es auch ein tolles Format, was ich da entwickle, nämlich den Talkbus. Und wenn ihr da teilnehmen wollt oder wenn ihr Themen habt, über die ihr immer schon mal sprechen hören wolltet, dann empfehle ich euch, einen Blick in unser Forum zu werfen. Unter mmoinfos.de gibt es oben einen Link zum Forum und da gibt es dann den entsprechenden Thread, unser Talkbus. Und da könnt ihr euch da beteiligen und, solange es noch läuft, in einem kleinen, schicken Gewinnspiel was gewinnen. Werbung Ende. Ich komme nicht zurück zum Zaun hier, verdorri nochmal. Na, dann erkunden wir halt das Gelände. Ich wollte ja sowieso das Gelände erkunden. Alter, wo sind wir hier? Ich blicke hier überhaupt nicht durch. Glaubt ihr denn, schreibt es mal in die Kommentare. Glaubt ihr, dass wir uns jemals hier zurechtfinden? Oder vielmehr, dass ich mich hier jemals zurechtfinde? Ah, ich hab... Ja, da ist der Zaun wieder. Jetzt fahren wir ein Stück zurück und dann fahren wir auf der anderen Seite, fahren wir dann weiter. Nachdem wir da gleich abgebogen sind. Also hier ist der Zaun jedenfalls in Ordnung. Bis ich da gleich reinfahre, ist der in Ordnung. Wenn es nur darum ginge, eine Lücke zu finden, dann würde ich einfach reinbrettern und ihr wisst schon, ne? So, ist auch noch Zaun. Dann haben wir nochmal einen Donut hingelegt, ein halbes. Ja, das ist aber jetzt hier... Ja, so Zaunkontrolle ist ja wirklich, da kann man ja... Ich habe mir schon mal überlegt, mich hier dann so ein bisschen umzugucken, gucken, ob irgendwo Gras wächst und das zu kommentieren. Das ist ja bestimmt genauso spannend, als Löcher im Zaun zu finden. Wow! Falls es dir nicht aufgefallen ist, deine Schicht ist seit 4 Stunden vorbei. Da du es nicht geschafft hast, selbstständig bei Zeiten Feierabend zu machen, muss ich dich jetzt zwangsweise nach Hause schicken. Okay, ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, denn jetzt kommt der Moment, wo der Hund das Wasser lässt. Jetzt werden wir bewertet. Da bin ich echt mal gespannt. Also, Daumen drücken. Ich trinke da aber mal einen Schluck, während wir euch den Bewertungsbildschirm ansehen können. So, Spieltage 2, unfallfreie Tage 2. Mein Rang ist Feuerwehranwärter. Haltepunktzahl 0. Schicht 200. Und wir brauchen 1000 Punkte, um in den nächsten Rang aufzusteigen insgesamt. Okay, dann speichern wir mal ab hier unter Playtest Gederoll. Ich finde die Musik so cool. Yeah. Irgendwer hat mir auch mal... Ach nee, da darf ich nichts zu sagen. Embargo. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Ah. Guten Morgen zusammen. Guten Morgen. Wenn ich selber viel zu tun habe, nur schnell das Wichtigste in Kürze. Ja. Zunächst zu unserem Florian 1. Vom ja. Ja. Das war's auch schon. Okay, alle tschüss. Ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Und so weiß ich jetzt nicht, weiß, ob es jetzt geflackert hat übrigens die ganze Zeit während der Aufnahme. Und ja. Da unser Fahrzeug mit Sicherheit in Ordnung ist, werden wir jetzt nochmal ein bisschen Workout machen hier. So, wo war denn das hier? Mal gucken, ob wir den Frenkel da treffen. Nee, hier ist er nicht. Harald! Harald! Wo war denn das? Seht ihr? Schon habe ich mich verlaufen. Guten Morgen. Morgen. Oh. Guten Morgen. Morgen. Und ich sag's dir, das war der Frenkel. Der sucht sich wieder den Sportraum. Ich glaube, der Text hieß, der sucht sicher wieder den Sportraum, oder? Na, gehst du auf? Ja, dann müssen wir einen Kaffee trinken. Wo war denn das? Hier? Ja, da haben wir jetzt kurzfristig unsere Energie wieder aufgebaut. Aber wir sollten ja eigentlich trainieren.
Irgendwie machen wir. Moin. Ja, ach nee, umgezogen sind wir schon. Können wir noch was essen hier? Guck mal, da gibt's lecker Wurst. Mikro, können wir die benutzen? Guten Morgen. Tatsache. Können wir auch was kochen hier? Nee. Und ich sag's dir, das war der Frenkel. Er sucht sich wieder den Sportraum. In der Raffinerie kam eine Alarmierung rein. Hier wurde eine leichte Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. So, da wollen wir mal. Leichte Rauchentwicklung. Es gab übrigens früher, als Kind, lief da so eine Serie, die fand ich richtig cool. Wie hieß denn die noch? Notruf California, kann das sein? Also, wow. Mit so richtig geilen amerikanischen Polizei, Feuerwehrautos. Das war cool. So, jetzt kann man auch die Karte mal zoomen hier. Das bringt mir aber nicht viel, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Also in die Richtung scheint es zwangsläufig irgendwie zu gehen. Übrigens, die Zaunkontrolle müssen wir auch noch... Aha, Zaunkontrolle müssen wir auch noch weitermachen. Okay. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also, ich bin froh, wenn ich einen neuen Wagen bekomme hier, dass wir hier mal ein bisschen mehr Action machen können. Jedenfalls, das ist alles noch nicht so schön, muss ich feststellen. Aber ich meine, soll es ja auch so sein. Das ist ja auch so ein Incentive, was man hat als Game Designer. Man will ja auch einen Spieler dazu bringen, sagen wir mal, die... Ja, dass der Spieler eine Progression hat, dass er irgendwie vorankommt. Und er muss auch so ein bisschen geringfügig gefickt sein, wenn er eben noch nicht progressed ist. Das heißt, dass er irgendwie behindert wird durch irgendwas. Na, also, dass es irgendwie noch langsam ist oder kleine Fahrzeuge hat. Und das haben wir hier durchaus. So. Jetzt fahren wir mal den Bulli hinterher und hoffen, dass wir hier durchfahren können. Dann müssen wir jetzt hier irgendwie gleich wieder rüber. Da hinten rüber. Da spielen wir mal ein bisschen Draisine hier. Wir haben noch vier... Oh, 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 nicht, dass wir den Einsatz verpassen. Das wäre ja was. Da ist es. Okay, also scheint in der Fabrikhalle zu sein. Aber zumindest... Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Ich habe übrigens überhaupt kein Blaulicht und so angemacht. Ob das auch Abzüge gibt? Wow, da war ich zu nah dran. Also immer zu nah dran, ist jetzt hier da oben. Da gehen diese grünen Balken, die werden langsam rot. Florian 1 an Leitstand, melde Fahrzeug frei auf. Hat man sich quasi verletzt. Und wenn man die ganze Zeit läuft, so wie ich, dann... deswegen sollten wir das ein bisschen ruhiger mal angehen hier. Vielleicht ein bisschen mehr die Gegend erkunden, aber das bringt ja nichts. Wir müssen diese dämliche Zaunkontrolle machen. Ich glaube, jede Lücke, die man im Zaun findet, gibt nochmal 200 Punkte. Oder 100 zumindest. Oder wir fahren einfach mal ein bisschen hier rum, dass wir überhaupt mal das Gelände kennenlernen. Das ist mir alles sehr, sehr suspekt. Was haben wir denn noch für Kameras? Achso, das ist hier die Kontrollkamera. Und einmal die Kamera hinterm Auto, die nicht... Die geht nicht... Oh, da wird man ganz seekrank von. Das finde ich übrigens nett, dass man hier dann auch wirklich dann unterschiedliche Kameraperspektive hat. Ist auch nicht selbstverständlich. Finde ich. Da habe ich auch schon Schlechteres gesehen. Aber trotzdem freue ich mich, sobald wir hier... Hätte ja klappen können. Ey, Moment, das klappt. Nicht. Okay, trotzdem freue ich mich, wenn wir ein neues Fahrzeug bekommen. Jetzt kommen wieder die Kommentare. Geil, spiel das doch mal gescheit. Was soll so ein Scheiß? Was ich sagen, wieso fahren eigentlich alle Fahrzeuge irgendwie über das Gelände? Also mitten über die, also mitten um die Straßen drumrum, statt drüber. Kann ich es mal einer erklären? Und wir müssen doch mal tanken fahren. Da hinten ist eine Tanke, da fahren wir da mal hin. Da fahren wir mal an die Tanke, ne? Holen mal eben hier eine Beefy und ein Sixpack Cola. So, das ist aber nicht das Tankgerät. Aber hier könnten wir auch Zaunkontrolle machen. Aber wir wollen erstmal tanken. Also fahren wir mal hier ran.
So, Blinker raus. Wo ist denn mein Rüssel? Auf der Seite. Okay, dann müssen wir also hier rum. So. Und dann fahren wir einmal hier ran. Oh. So. Halt. Und dann einmal tanken, bitte. So. Einmal tanken. Wo ist denn hier? Jetzt geht das wieder nicht. Wie kann ich denn... Ich stehe wahrscheinlich zu nah dran hier oder irgendwie sowas. So. Nochmal testen. Nö. Hä? Oder muss ich dann am Auto den Tank öffnen oder irgendwie sowas? Nee. Ah. Also Tankklappe öffnen und dann? Ah, und dann kann ich... Das ist ja cool. Einsatzbefehl für Florian 1. Von einer der Metallverarbeitungen kam eine Alarmierung rein. Eine der Brandmeldeanlagen hat ausgelöst. Begib dich schnellstmöglich durch... Übrigens, das ist hier Feuerwehrvorschrift. Die Tankklappe muss immer aufbleiben. Auf. Florian 1 an Leitstand, melde Einsatz angenommen. Okay. Die Tankklappe muss übrigens immer zugemacht werden. Hallo. So. Oh, wir verlieren hier wertvolle Zeit. Geh mal aus dem Weg, du! So, wo sind wir jetzt hier? So, okay, das ist an. Jetzt gucken wir mal, wo das ist. Das ist hier direkt hinterm Block. Da müssen wir einmal da hinten lang. Und dann über die Straße wieder zurück. Und da, ah, was stehst du denn hier rum? So, hier über die Straße wieder zurück. Und dann hier hinten rum. Also es ist aber... Es ist ja Werkfeuerwehrsimulator. Das muss aber eine Riesenfirma hier sein, oder? Florian 1 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Wo ist denn das Feuer? Nicht blöd. Ist in der Halle oder irgendwo daneben? Ah, hier ist es. Ich glaube, ich habe eine Folge zu lang aufgenommen, oder? Kann das sein? Shit. Hier muss ich jetzt eine Folge in der Mitte durchschneiden, glaube ich. 49... Ich werde mal eben gucken. Ist aber schon hier, da ist aber schon gefährlich hier, ne? So ein Riesentank. Und der mal in die Luft geht. Hallo, Ballo. Wo ist denn jetzt hier? Ich muss aber gleich den Feuerlöscher mal wechseln. So, dann müssen wir hier den Brand abmelden, oder? Der BMA-Alarm hat sich bestätigt. Das Feuer wurde erfolgreich bekämpft und die Anlage wieder zurückgesetzt. Verstanden. So, jetzt müssen wir eben gucken hier. Tatsache. Ja, ich habe einen Schnitt vergessen. Dann machen wir ihn jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.